Wir haben Freitag. Und es ist endlich Feierabend. Ne? Na, warum bist denn du so unscharf? Wir fahren jetzt erstmal zur Bank, kommt da mit. Wie immer, das übliche Prozedere. Nee, das mache ich nur rein auch deswegen, weil bei uns hier in der Uckermark, da kommt ein Radfahrer drumherum, viele Einbrüche gemacht wurden. In Häusern und so. Und wenn man da so viel Bargeld zu Hause hat, dann ist das scheiße. Entschuldigung, jetzt habe ich den Bus verpasst. Also der Bus steht da drüben. Verpasst zu fahren, meine ich. Vor dem Bus. Weil das ist nämlich der Stadtbus, der hält jetzt überall an. Ja, und dann bringen wir noch einen Brief weg, ist gleich auf der Ecke. Ne? Und dann wollte ich eigentlich noch einen Baumarkt, wo draußen die Frau parkt. Also meine Frau ist jetzt nicht bei. Aber wenn sie denn mal bei ist, ne? Ganz komisch, die wird immer müde im Baumarkt. Ist halt eigentlich nur was für Männer. Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich sind die Atmosphäre so schön mollig warm da drin. Es riecht gut nach Farben und Lacken. Meine Fresse, wir haben Freitagabend und die olle Baustelle ist immer noch nie weg. Und zwar für meinen Junior. Mit dem wollte ich am Wochenende an seiner Wand Reparaturarbeiten durchführen. Und zwar hängt da an seiner Wand so ein Spider-Man dran. Den möchte er nicht mehr. Da wollen wir jetzt die Tapete rankleben. Und dann soll er ein Regal für seine Xbox-Spiele hin. Schon wieder rot. Das ist total komisch. Wenn ich mit euch durch die Gegend fahre, ist immer rot. Verstehe ich nicht. Und regnen tut's auch. Verstehe ich nicht. Meine Güte. Normal. Das ist aber keine Betonwand, das ist sondern eine vorgesetzte Holzwand. Sieht aus wie so eine Kirche quasi. Aber da filme ich den mal mit und dann könnt ihr euch das wieder mal angucken. Also ich verschwinde den jetzt gleich mal in die sogenannte Bank. Diese rote Bank. Die nennt sich Rote Bank. Rote Kasse heißt sie. So. Und da kann man sein Geld hinbringen. Wenn ich den Parkplatz finde, aber sehr eng hier. Keine Sorge, Omi fahre ich nicht um. Das ist Omi mit Rollator. So, ich bin dann gleich wieder da, ne? Also nie weglaufen. Ne? Und? Du pass mal schön auf die Jungs auf da im Internet, ne? Ja? So, da ist er wieder. Die Dame vom Pflegedienst hier vorne hat sie gerade aus dem Auto ausgesperrt. Da musste eine andere Dame vom Pflegedienst kommen und ihren Schlüssel bringen. Nett von der Kollegin, ne? Kam noch den Brief vergessen. Irgendwann später. Oh, meine Güte. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen, nämlich Wasser. So, jetzt fahren wir zum Baumarkt, ne? Normal. Wenn du dir mal ein paar YouTube-Kanäle ankickst, wie zum Beispiel Truck Diary oder so, ne, mit dem Dirk, das ist ein Typ, der fährt LKW und ja, macht da auch coole Vlogs, ne, also Vlogs. Ist auch immer sehr lustig, der Typ, der fetzt einfach, ne, hier los. Stehen die hier? Ich will da nur einen Baumarkt und es ist grün, Hilfe. Ach so, übrigens hat meine liebe Freundin gesagt, letztens, in meinem letzten Vlog, war ich so ernst zum Anfang. Ich habe nur so getan, Birgit, ne? Also ich grüße dich erstmal so auf diesem Wege, ne? Und deinem Detlef auch, ne? Also ich grüße deinen Detlef auch. Das ist so, ne? Da muss halt ein bisschen, ja, verstehst? So, hier haben wir auf der linken Seite dieses große, komische Autohaus mit diesem D am Anfang. Huch, mein Güte. Und den wollte ich noch in den
Markt, da muss ich immer ein bisschen Eis holen. Also nicht das Eis zum Essen, sondern ein Eiswürfel, sowas. Ne? Für die coolen Mixgetränke. Ich nehme dann jetzt mal die kleine Kamera mit im Baumarkt. Mal kicken, ob mir einer erwischt dabei. Sagt, hey, mach die Kamera. Mach die Kamera. Ist ja dir gut recht. So, die Galle. Zeig Eis im Kofferraum. Verstehst? Jetzt noch schnell ein bisschen Treibstoff. Meine Kupplung macht das aber auch nicht mehr lang. Muss ich wieder basteln. Boah, kann ja sein, dass es warm ist heute oder komme ich in den Wechseljahre? Meine Güte. Jo. Achso, hätten schon gesagt, liebe Grüße an Birgit und Detlef, ne? Na, wo willst du denn hin? Oh, das Eis raschelt. Was mach ich denn eigentlich hier? Ich will nur tanken. Gleich. Warten Sie einen Augenblick. So, ach so, ja, sorry. Ich war gerade beschäftigt mit meiner Actioncam. Tut mir leid, ich bin wieder da. Wahnsinn. 1,32,9. Wahnsinn. Verstehst du? Grün. Juhu. Wahnsinn. Aber eins muss ich ja mal sagen, vor uns fährt jetzt hier gerade so ein Auto mit so einem komischen modernen Scheinwerfer, ne? Wenn der auf dem Verkehrsschild leuchtet, dann bin ich hier hinten blind. Also der kann irgendwie nicht gut sein mit diesen komischen Lichtern, was die da jetzt heutzutage produzieren. Ich meine, schön hell ist es ja, ne? Aber wenn ein anderer Verkehrsteilnehmer damit, ich habe schon wieder einen Schlagloch auf der Zunge, genervt werden, quasi. Das ist ja nicht so schön, aber manchmal sind die Dinger ja auch nicht richtig hingestellt, ne? Auch wenn das neu war. Aber das war extrem. Wahnsinn. So, ich hoffe mal, mein Eis ist nicht geschmolzen. Das sind ja bloß ein paar Minuten bisher. Und ja, da sind wir zu Hause, in dem Auto versteckt. Ich bin gleich wieder da. So, mein Hund kann jetzt raus. Na, Sammy, hopp, raus. Na, geh raus. Na, komm. Komm, Sammy. Scharf stellen. Ah, jetzt. So, da wären wir. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend, Woche. Mal gucken. Ach so. Tschüss.